Herr Direktor Otten? Kommissar Wagner, Kripo Frankfurt. Mein Kollege. Martin Kupka. Unser Vertrauenslehrer. Wer macht denn sowas? Jemand mit Schuhgröße 44? 45? Übrigens, das haben wir zusammen mit Stoffpartikeln in seiner linken Hand gefunden. Wissen Sie, was das ist? Gauss Junior ist ein neues Projekt hier in unserer Schule, das Herr Kupka geleitet hat. Die Anstecknadeln waren allerdings eine Idee von Herrn Petzold. Nein, nein, aber das kann nicht sein. Er könnte nie... Vielleicht eine Spur. Wagner, Kripo Frankfurt. Dürfen wir rein? Kommt, fangt schon mal an. Den richterlichen Beschluss, Ihre Wohnung untersuchen zu dürfen, reiche ich nach. Herr Petzold, ich muss Sie vorläufig festnehmen, wegen Mordverdachts an Martin Kupka. Was ist? Mehrere Zeugen haben ausgesagt, Sie hätten vor kurzem einen heftigen Streit mit Herrn Kupka gehabt. Ja, dafür gibt's eine Erklärung. Umso besser. Ziehen Sie sich bitte an, Sie müssen uns begleiten. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, Herr Petzold. Sie sehen nicht besonders gesund aus. Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Ich habe eine schwere Grippe. Ich bin seit Dienstag krankgeschrieben. Nehmen Sie deshalb die Tabletten? Das ist ein Antihistaminikum. Das ist gegen Heuschnupfen. Ich habe praktisch alles. Ich werde mich um einen Arzt kümmern. Sie waren die ganze Zeit zu Hause? Auch zur Tatzeit? Ja. Sehen Sie mich an. Ich habe es ja fast nicht aus dem Bett geschafft. Verstehe. Haben Sie dafür Zeugen? Besuch? Freunde, die Sie gesehen haben? Nein. Schade. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Kupka? Kannten Sie ihn gut? Wir waren Kollegen, keine Freunde. Es gab auch Auseinandersetzungen. Er hat sich sogar bei der Schulaufsicht über mich beschwert. Worum ging es da? Kollege Kupka wollte unbedingt in die Schulleitung. Wollte sich profilieren mit einem Projekt. Gauss Junior hat er es genannt. Eine naturwissenschaftliche Forschungseinrichtung für Schüler sollte das werden. An sich hört sich das doch ganz gut an. Was sprach dagegen? Er unterrichtete Deutsch und Sozialkunde. Der hatte doch von Wissenschaft keinen blassen Schimmer. Und deswegen waren Sie dagegen? Ich bin der Fachleiter für Chemie und stellvertretender Schulleiter. Das sollte ein Prestigeprojekt werden. Das muss doch auf soliden Füßen stehen. Herr Dr. Lessing, bitte. Herr Wagner, mein Mandant ist in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Ich sehe keine Möglichkeit, dass Sie jetzt weitermachen. Ich habe Neuigkeiten. 5 Minuten. Einverstanden? Es geht gleich zu Ihnen. Okay, Moment. Okay. Setzen Sie sich. Mehrere Zeugen haben von einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und ihrem Mandanten gesprochen. Es ging dabei um Sachfragen. Das ist unter Kollegen nicht unüblich.
Ich unterrichte Chemie. Diese Anstecknadel hier, die wir in der Hand des Opfers gefunden haben, die gehört Ihnen, Herr Betzold, oder? Ja, wie erklären Sie sich diesen Punkt? Diese Anstecknadel hat bei uns jeder getragen, der mit dem Gauss-Junior-Projekt etwas zu tun hatte. Das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit, der Verbundenheit. Aber ich habe doch meine hier. Verstehe. Ich habe noch was. Diese Schuhe hier haben wir in Ihrem Gartenkamin gefunden. Bei der Hausdurchsuchung. Zu der Sie kein Recht hatten. Brennen Sie öfters Schuhe, Herr Petzold? Das ist völlig unerheblich. Hierbei handelt es sich um einen Massenartikel. Die Sohle dieser Schuhe passt exakt zu den Abdrücken, die wir am Tatort im Blut des Opfers gefunden haben. Wir warten nur noch auf das Ergebnis der DNA-Analyse. Sie werden diese Beweisstücke bei einem Prozess nicht verwenden können. Carbongummi. Es brennt nicht. Als Chemielehrer hätten Sie das wissen müssen. Direktor Otten vom Gauss-Gymnasium hat gerade angerufen. Er hat nach Herrn Petzold gefragt. Gut, machen Sie mal einen Termin mit diesem Direktor Otten. Sagen Sie mal, Gauss-Gymnasium, das ist doch die Schule mit der Drogentoten, oder? Was meinen Sie? Also in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Eine Jennifer, ich glaube, die war erst 18, ist an einer Überdosis Liquid Ecstasy gestorben. Auch am Gauss-Gymnasium? Ja. Dann fragen Sie mal bei der Staatsanwaltschaft nach. Versuchen Sie, die Akte zu bekommen und recherchieren Sie mal online. Mhm. Ach, übrigens, Matula ist schon drin. Er sieht selbst wie ein Schüler aus, dieser Kupka. Der charismatische Vertrauenslehrer. Nummer eins auf der Beliebtheitsskala der Schüler. Und unser Mandant? Eher hinteres Mittelfeld, würde ich sagen. Und du kennst ihn? Ich habe Petzold mal auf einer Spendenveranstaltung kennengelernt, in der alten Oper. Der Direktor hat uns vorgestellt. Mit dem Kopf auf die Tischkante. Eine geplante Tat war das nicht. Eher eine Affekthandlung. Wut, Streit. Gestritten haben die beiden. Aber Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz sind erfahrungsgemäß kein Mordmotiv. Richtig. Petzold ist auch nicht der Typ, der diese Tat begangen haben könnte. Ein Bote hat die Akte im Fall Jennifer vorbeigebracht. Ja. Und dann habe ich noch zwei Zeitungsartikel im Netz gefunden. Sehr gut. Jennifer war am Freitag zusammen mit einer Schulfreundin auf einer Party. Und dort haben sie zusammen die Partydroge Liquid Ecstasy konsumiert. Kann man davon sterben? Mhm. Doch, in Kombination mit Alkohol kann es tödlich sein. So wie bei Jennifer. Das andere Mädchen, Mela Runge, war danach auch im Krankenhaus, hat aber keinen größeren Schaden davon getragen. Zeugen haben an dem Tag einen Dealer gesehen, der mit Ecstasy gehandelt hat. Und den hat die Polizei seit heute in der Mangel. Hier das Foto. Das ist unser Mandant auf einer Trauerfeier am Gauss-Gymnasium am Montag. Zusammen mit einer Kollegin. Mhm. Er sieht aber schwer mitgenommen aus. Steht denn sonst noch was in dieser Akte? Ja, Mela, die Freundin von dem toten Mädchen, hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich an gar nichts erinnern kann. Sie war unser Ein und Alles, Zitat der Eltern. Sie wollte nach vorn, wollte erwachsen werden, aber sie ist uns entglitten. Die falschen Pillen am falschen Ort. Weise Worte. Sagte Herr Kupka, der Vertrauenslehrer. Unser Mordopfer. Sprach's und zwei Tage später war er selbst tot. Auch wenn der Tag überschattet ist von Trauer, lassen Sie uns gemeinsam für unsere jungen Leute ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht. Deshalb mein Appell an Sie. Halten Sie bitte Ihre Zusagen zur ehrenamtlichen Mitarbeit an unserem Bildungsprojekt aufrecht. Ja. Wer leitet denn das Projekt in Zukunft, jetzt, wo Herr Kupka nicht mehr ist? Sie sind ja weggelobt ins Schulamt. Richtig, ich werde Ende des Schuljahres wechseln. Mein designierter Nachfolger, Herr Petzold, wird sich um unser Eliteprojekt kümmern. Und bei ihm als Fachleiter Chemie ist es ja auch in den allerbesten Händen. Der ist doch im Gefängnis. Wann kommt er denn wieder? Das ist alles Gerüchteküche. Herr Petzold ist derzeit krank und ich bin ja auch noch ein halbes Jahr da. Ja, soll ich den Kurs über Arzneimittel für Gauss Junior jetzt vorbereiten? Nein, besser, Sie vertreten Petzold in den nächsten Tag in seinem Zwölferkurs, damit der Schulbetrieb weiterläuft. Geht das? Ja, natürlich.
Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Dr. Lessing. Sie erinnern sich, Raphael Otten? Natürlich, danke, Otten. Darf ich vorstellen, Frau Weber, die Vertretung in Chemie. Herr Dr. Lessing, er ist der Verteidiger von Herrn Petzold. Tag. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ihre Schule wird zurzeit vom Unglück regelrecht verfolgt. Ja, das kann man wohl laut sagen. Habe ich das richtig gelesen? Sie werden ins Schulamt wechseln? Ja, eine späte Würdigung meiner Arbeit. Aber das muss jetzt warten, bis Petzold wieder da ist. Sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ach, gehen wir doch in mein Büro. Kommen Sie. Petzold ist einer meiner erfahrensten Pädagogen. Vertrauenswürdig, integer, tadellos seit 26 Jahren. Herr Kupka scheint aber anderer Ansicht gewesen zu sein. Immerhin hat er bei der Schulaufsicht eine Beschwerde gegen Herrn Petzold eingereicht. Ja, und die ist dann natürlich auch gleich auf meinem Schreibtisch gelandet. Also wenn Sie mich fragen, ist das eine ganz alte Rechnung. Kupka war selbst Schüler hier an dieser Schule. Und ein sehr junger Lehrer Petzold hat ihm vor Zeiten beinahe sein Abitur vermasselt. Ach, Glauben Sie bitte nicht, dass wir den Whisky brauchen, damit wir dem täglichen Druck standhalten. Das sind alles schottische Single Malts, meine Sammelleidenschaft. Irgendwie habe ich geglaubt, werden die mal im Wert steigen und habe angefangen zu sammeln. Ja, und jetzt werden die mir natürlich auch sehr gerne geschenkt. Kupka und Petzold haben sich also schon länger gekannt. Ja, die beiden mochten sich nicht besonders gerne. Aber nach dem tragischen Tod von Jennifer sind wir ja alle etwas enger zusammengerückt. Ist Ihnen in den letzten Tagen etwas an Herrn Petzold aufgefallen? Nein, er ist jetzt krank. Die Causa Jennifer hat ihn sehr belastet. Am Montag war er noch auf der Trauerfeier. Ich habe ihm empfohlen, im Bett zu bleiben mit seiner Grippe. Könnte Kupkas Tod etwas mit der Causa Jennifer zu tun haben? Um Gottes Willen. Die Freundin, Mila Runge, lag auch im Krankenhaus. Sind Sie sicher, dass Sie an Ihrer Schule kein nennenswertes Drogenproblem haben? Wir behandeln dieses Thema hier ganz offen. Herr Petzold zum Beispiel. Er hat ein spezielles Unterrichtsprojekt für die Oberstufe entwickelt. Gemeinsam mit Frau Weber, einer Apothekerin. Ja, sie haben sie ja eben gerade kennengelernt. Und der Schulbetrieb läuft einfach so weiter? Ja, selbstverständlich. Wir können uns keine Fehlstunden leisten. Das sind wir den Schülern schuldig. Geben Sie her. Ich lege Sie zu den anderen. Du bist Miller, richtig? Und Sie? Josef Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich weiß, Jennifer war deine Freundin. Was wollen Sie hier? Ich habe schon alles der Polizei gesagt. Ich arbeite für den Anwalt von Herrn Petzold und würde gern ein bisschen mehr über eure Schule erfahren. Ich weiß, was du jetzt durchmachst. Wie wollen Sie das wissen? Manchmal hilft es ja einfach, mit jemandem zu reden. Ich war im Krankenhaus, dann bin ich nach Hause. Ich kann mich nicht erinnern. An nichts verstanden? Höchste Zeit, was zu unternehmen. Was soll ich denn machen? Mit mir redet ja keiner mehr, seit Jenny tot ist. Jetzt hat's Kupka auch noch erwischt. Hey, Miller! Na ja, dann. Mach's gut. Hey, Lukas! Ach was. Jetzt, wo er tot ist, willst du wieder zu mir zurück, oder was? Jetzt hör endlich auf mit dem Quatsch, ich hab nichts mit ihm gehabt. Alles für eine gute Note, hä? Fürs Abi. Das ist Bullshit und du weißt das. Ich muss los. Du hast doch nichts mit der Sache zu tun, oder? Bist du bescheuert? Wer war der Knabe? Weiß ich noch nicht. Aber er fährt ein 84er Manta. So viel gibt's nicht davon. Der junge Mann glaubt, dass seine Freundin mit dem Superlehrer was hatte, damit sie zum Abitur zugelassen wurde. Was ist, wenn Kupka generell seinen Schülerinnen zugetan war? Meinst du, der Mord an Kupka hat mit dem Tod dieser Jennifer zu tun? Die ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Zwei Tote in einer Woche. Ich glaube nicht an Zufälle. Die Polizei hat das Gauss-Gymnasium im Zuge der Ermittlungen genau unter die Lupe genommen. Mit welchem Ergebnis? Mit gar keinem. Die Schule leistet vorbildliche Präventionsarbeit.
Direktor Otten und alle Lehrer haben demonstrativ einen Drogentest absolviert. Die Lehrer? Warum das denn? Wahrscheinlich aus taktischen Überlegungen. Otten steht mit einem Fuß in der Politik. Er soll Leiter des Schulamts werden. Hat einen Skandal an seiner Schule nicht gebrochen. Wie machen wir davon aus, der Mord an Kupka hat wirklich mit Jennifers Drogentod zu tun? Der Dealer ist schon verhaftet. Bitte, Frau Staatsanwältin, hier. Das alles haben wir im Fach von Herrn Kupka sichergestellt und das sind die Akten Petzold. Geht's Ihrem Mandanten besser? Wann machen wir denn weiter? Mein Mandant ist krank. Er wurde auf die Krankenstation verlegt. Er ist damit nicht verhandlungsfähig. Außerdem ist nach wie vor zu klären, ob Ihre Hausdurchsuchung bei meinem Mandanten überhaupt rechtens war. Das Ergebnis hat aber überzeugt. Herr Dr. Lessing, was soll denn die Hinhaltetaktik? Herr Petzold hat eine harmlose Grippe. Aber er nimmt Medikamente, die seine Wahrnehmung beeinflussen könnten. Sagen Sie, welcher Kollege vertritt eigentlich den Drogendealer im Fall Jennifer? Was wollen Sie denn von dem? Ich selbst habe die Ermittlungen geleitet. Der Dealer ist überführt. Nur ein paar harmlose Fragen. Frau Sauer hat sich seiner angenommen. Danke. Silke, hier ist Markus. Du weißt, das Verfahren läuft noch. Ich darf dir keine Ermittlungsergebnisse preisgeben. Silke, ein paar Nebensächlichkeiten vielleicht. Wie lange kennen wir uns? Zu lange. Also, hat dir dein Mandant vielleicht irgendetwas über die tote Jennifer erzählt? Sie war wohl eher so ein Hippie-Mädchen. Hat ein paar Mal bei ihm gekauft. Ecstasy, GBL. Auch an diesem Abend? Nein. Mein Mandant hat ausgesagt, dass er den beiden zwar was angeboten hat, Jennifer dies aber abgelehnt hat. Die hatten das Zeug woanders her. Hat dein Mandant Konkurrenz bekommen? Vielleicht. Aber er hat mir auch gesagt, dass dieses Liquid Ecstasy, das die beiden Mädchen dabei gehabt haben, Marke Eigenbau gewesen sein könnte. Sieht man das denn so einfach? Jennifer hat ihm wohl was angeboten. Markus, was willst du mit dieser Info? Ich suche einfach irgendeine Spur, die meinen Mandanten entlastet. Das kennst du doch. Mein Mandant hat das mit dir nicht auf dem Gewissen. Der ist ein kleiner Dealer, nicht mehr und nicht weniger. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich habe einen Termin bei Gericht. Danke. Viel Erfolg. Wie geht's dir? Mit deinem Manta? Natürlich. Lukas Haller. Guten Tag. Ja. Schulverweigerer. Könnte glänzende Leistungen bringen. Aber das wäre ja uncool. Kupka hat ihn sogar einmal für 2 Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Das ist doch ein erster Anhaltspunkt. Er hat seiner Freundin eine Affäre mit Kupka unterstellt. Halten Sie das für denkbar? Nein, jedenfalls nicht von Kupka aus. Er war jung, attraktiv, beliebt. Und karriereorientiert. Ich bin sicher, der hätte an jedem Finger 5 Schülerinnen haben können, allein aus einer Theatergruppe. Aber so dumm war der nicht. Na gut. Ist das alles? Vorerst ja. Ich habe einen Privatdetektiv engagiert, der sich das Umfeld Ihrer Schule vornimmt. Aha. Und was die Polizei angeht, da haben wir erstmal eine Schonfrist wegen Ihrer Krankheit. Die geben mir hier zu wenig Allergietabletten. Könnten Sie mir nicht noch welche besorgen? Ja, Tivigal. Da kümmere ich mich drum. Kann ich das Päckchen mitnehmen? Ja, natürlich. Gute Besserung. Ja, danke. Wenn der Dealer die Wahrheit sagt, kämen die Drogen woanders her. Ich bin eh an der Schule, ich höre mich mal um. Glaubst du wirklich, dass du dort was findest? Die Mädchen können den Stoff doch auch irgendwo am Bahnhof gekauft haben. Fragen kostet ja nichts. Und ich habe noch eine Menge Fragen an Fräulein Miller. Und du meinst, sie spricht heute mit dir? Außerdem hatte sie doch einen Filmriss. Ich versuch's mal mit Charme. Josef, das sind Jugendliche, die sprechen nicht mit jedem. Schon gar nicht mit Erwachsenen. Warten wir's ab. Okay. Wir sehen uns später. Ich habe noch einen Termin bei Otten. Okay, bis später. Oh, Weber, ey. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche Miller Runge. Das war doch gerade Ihr Chemiekurs, ja? Ja, sie war nicht da. Sind Sie der Vater? Ciao, Frau Weber. Tschüss. Carina Weber, ich mache die Vertretung für Herrn Petzold. Sind Sie neu hier? Ich helfe nur aus. Ich bin keine Lehrerin, also nicht wirklich. Ich bin auch nicht wirklich der Vater von Miller. Ich arbeite für den Anwalt von Herrn Petzold. Mein Name ist Matula. Ach so? Ja, Miller taucht hier nur noch sporadisch auf. Wie geht's Herrn Petzold? Ganz gut.
wenn da nicht diese furchtbare Anschuldigung wäre. Leiden Sie dieses Drogenprojekt? Ja, seit 3 Jahren. So läuft das hier. Ich wollte nur einmal eine Nachmittags-AG geben. Kannten Sie das tote Mädchen Jennifer? Sie hat hier nachmittags die Chemikaliensammlung gepflegt. Ein kleiner Nebenjob. Zum Beispiel Pikrinsäure. Sie wird für Farbexperimente benutzt. Muss immer wasserfeucht gelagert werden, darf nicht austrocknen. Um solche Sachen hat Jennifer sich gekümmert. Sie kannte sich also gut aus mit Chemie. War sie auch in Ihrem Drogenkurs? Warum fragen Sie das? Achso, ich weiß schon. Ich vermittle in meinem Kurs die Gefahren von Drogen und gebe gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Herstellung. Ich möchte nur wissen, ob es für Jennifer möglich war, die Drogen selbst zu basteln. Ich will helfen und ernte Unterstellung. Ich bin Pharmazeutin. Ich arbeite in einer Apotheke, nicht in einer Drogenküche. Wenn ich beim nächsten Mal ein Pflaster brauche, komme ich zu Ihnen. Oranienapotheke, Westend. Könnte es sein, dass Jennifer ihren letzten Cocktail hier selbst gemixt hat? Ja, hier oder zu Hause in ihrer Küche. Da geht es ganz genauso. Ja, das hatte ich mitbekommen. Miller hat sich ihre Abiturzulassung nur durch eine besonders gute Leistung in ihrer Facharbeit gerettet. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ich wollte nur sicher gehen, dass es sich nicht um die Lernleistung handelt, von der ich gehört habe. Ach, es wird viel geredet. So, hier. Die Facharbeit über die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. In ihrer Unfähigkeit, am richtigen Leben teilzunehmen, wird Erika zur Beobachterin. Niemand ahnt, dass sie sich in Wirklichkeit nach Liebe und Erlösung sehnt. Auf den Punkt formuliert. Deutsch bei Martin Kupka. Wie stand Miller denn vorher in Deutsch? Ach, unwichtig. Sie glauben gar nicht, wozu unsere Schüler imstande sind, wenn das Abitur erst mal vor der Tür steht. Ich war in der Chemievorbereitung und habe mit der Kollegin deines Mandanten gesprochen. Carina Weber? Genau. Die hat mir erklärt, dass es recht simpel ist, Liquid Ecstasy selbst zu machen. Und im Labor gibt es jede Menge von dem Zeug, um sie einen schönen Abend zu machen. Und wie wollen wir das beweisen? Mal sehen. Was sagt denn der Direktor dazu, dass Miller und Kupka eventuell einen Techtelmechtel miteinander gehabt haben könnten? Vergiss es. Otten hat mir gerade erklärt, dass es ganz normal ist, wenn die Leistung der Schüler kurz vor dem Abitur wieder nach oben geht. Mhm. Hier, kannst du mitnehmen. Also keine Affäre, keine sexuelle Gefälligkeit. Dein Manta-Fahrer redet Unsinn. Warum? Weil er Jeans trägt und einen Sportwagen fährt? Genau. Solchen Typen traue ich grundsätzlich nicht. Ah, sehr schön. Wir hören uns? Ich ruf dich an. Hallo. Eine Bücherspende. Wow. The Lord of the Rings. Im Ledereinband. Ja. Haben Sie das wirklich auf Englisch gelesen? Ich dachte, dass ich mir Tolkien's Sprache am besten im Original erschließt. Die Schlachten. Ich liebe die Schlachten. Man möchte dabei sein. Ist ja nicht so besonders aufregend, ein Leben als Bibliothekarin, hm? Ich mache das in den Freistunden. Oh. Ich habe meine Ruhe und es hebt die Deutschnote. Verstehe. Kann ich es irgendwo hin tun? Nein, danke. Ich mache das. Ich muss den Stapel hier sowieso wegbringen. Das eigentlich. Schlecht. Ein WI 200, Baujahr 84. Aha. Sind Sie vom Manta Club? Nee, meiner ist der da. 159 Ti, auch nicht schlecht. Und dafür hast du ein Liebhaberstück. Aus der Baureihe hatte ich auch mal einen. Ein
einen Manta CC. Ein paar Einzelteile kannst du noch am Nürburgring finden. Ja, die Dinger waren hinten zu leicht. Muss man was Schweres im Kofferraum legen. Mal hören? Später. Zuerst muss ich mit Miller sprechen. Was wollen Sie von ihr? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher sie die gute Deutschnote hatte. Bis ich eben in der Schulbibliothek war, da habe ich dann die Antwort gefunden. Also, wo ist sie? Wer sind Sie? Sag ihr, ich bin der Mann von gestern Abend. Sag ihr, ich wüsste, was sie mit Kupka hatte. Na gut. Ich fahre Sie hin. Sehr freundlich. Ach du Scheiße. Sag ich doch. Wo ist denn Miller? Warum suchst du denn die? Sie steckt in Schwierigkeiten und sie braucht Hilfe. Ganz ehrlich, Lukas, ich glaube, du bist der Letzte, der ihr helfen kann. Ich sag ihr, ein Mann sucht sie und sie soll mich anrufen. Er ist weg. Was wollen Sie noch von mir? Ich habe ein paar Sachen rausgefunden über dich und Kupka. Ja, deine Facharbeit, mit der du dir die Tür zum Abi geöffnet hast. Na und? Ich war in der Schulbücherei und habe überprüft, wer Bücher von Elfriede Jelinek ausgeliehen hat. Muss das jetzt sein? Ich habe Kopfschmerzen. Dr. Lessing? Sie meinten doch, ich sollte die Akte von Kupka durchsehen. Viel Privates habe ich da nicht gefunden. Nur das hier ist ganz witzig. Lebensziel direkt am Gauss-Gymnasium. Ja, nochmal schnell unten in der Apotheke. Hier ist das Medikament für Herrn Petzold. Vielen Dank. Herr Dr. Lessing, jetzt mal ganz ehrlich, sehe ich irgendwie übernächtigt aus oder so? Nein. Was soll denn sein? Also der Verkäufer eben in der Apotheke, der war echt übergriffig. Hat gefragt, ob ich Party gemacht hätte und was ich ausgleichen wollte. Hat das was mit den Tabletten zu tun? Was ist denn das überhaupt für ein Zeug? Das ist Tevigal. Gegen Allergien. Das gibt's auch ohne Rezept. Die Bücher von der Jelinek hast nicht du ausgeliehen, sondern deine Freundin Jennifer. Du hast von der Jelinek so viel Ahnung wie ich, nämlich keine. Es war die Facharbeit von Jennifer. Na und? Was geht sie das an? Du hast dir die Note mit der Arbeit deiner toten Freundin erschlichen, und zwar mit Hilfe von Kupka. Und der ist jetzt tot.
Was wollen Sie von mir, verdammt? Ich will wissen, was passiert ist. Ist Kupka die Sache zu heiß geworden? Hat er die Arbeit zurückverlangt? Dann hätte man dich nicht zum Abitur zugelassen, oder? Ist Kupka zu Tode gekommen, weil du im Streit mit ihm ausgerastet bist? Welche Drogen nehmen Sie denn? Da bist wohl eher du der Profi. Also raus mit der Sprache, oder willst du, dass die Polizei dich verhört? Lukas, der war sauer auf Kupka, nicht ich. Am Montag wollte er noch mal zu ihm. Vielleicht hat er... Kupka getötet aus Eifersucht? Ach, keine Ahnung. Es gab ja keinen Grund, alles Hirngespinste. Zeit, die Wahrheit zu sagen, Miller. Keine Eltern, keine Bullen, neutraler Ort. Das sind aber viele Bedingungen. Wo wird Lukas dich als nächstes suchen? Um 7:30 hätte ich Theater AG. Markus, ich bin's. Herr Haller, mein Name ist Lessing, ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Petzold. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Auch einen Kaffee? Ich trinke einen Kaffee. Wie alt bist du denn? 19. Wohnst du noch bei den Eltern? Ja, in Eckenheim. Mein Vater ist Rechtsanwalt. Oh, das tut mir leid. Was machst denn du hier? Die Nacht im Krankenhaus war schrecklich. Ich wusste nicht, was mit Jenny ist, wie sie geht, ob sie noch lebt. Und als ich es dann erfahren habe, ich bin fast durchgedreht. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht schuld bin. Und dann fiel mir alles wieder ein. Was fiel dir wieder ein? Aus der Schule. Irgendwie aus der Schule. Von wem? Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich mit irgendwem darüber reden. Und da sind Sie zu Ihrem Vertrauenslehrer gegangen? Er hat mir versprochen, den Typen zu finden, der an der Schule das Zeug vertickt. Warum hast du mir das nicht gesagt? Lukas, ich hatte Kupka versprochen, nichts zu sagen. Der wollte keinen Skandal. Und dafür hast du dich dann bezahlen lassen mit einer guten Note. Ich habe nichts zu verlieren. Zum Abi werde ich ihn nicht zulassen. Es gibt da noch eine Möglichkeit. Was meinst du damit? Die Arbeit von Jennifer. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann, ich wäre von der Schule geflogen mit meinen Noten. Du bist abartig. Wem könnte Kupka auf die Schliche gekommen sein? Wir müssen diesen anderen Dealer finden. Dann kriege ich Petzold beim Haftrichter frei. Ich möchte gerne vorab eine Sache anmerken. Mein Mandant ist zwar vom behandelnden Arzt als verhandlungsfähig bezeichnet worden,
Er ist dennoch nicht 100% belastungsfähig. Die Ereignisse am Gauss-Gymnasium sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Herr Dr. Lessing, worauf wollen Sie hinaus? Schuldunfähigkeit? Wir haben ja von der Staatsanwaltschaft verschiedene Geschichten über Auseinandersetzungen meines Mandanten mit dem Mordopfer gehört. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann darin kein Mordmotiv entdecken. Berufliche Auseinandersetzungen gehören nun mal zum normalen Arbeitsalltag. Was mich viel mehr wundert, liebe Kollegin, ist, dass Sie eine Hausdurchsuchung ohne dringlichen Tatverdacht zugelassen haben. Was meinen Sie damit? Zum Zeitpunkt der Verhaftung meines Mandanten gab es keinen konkreten Verdacht, der einer überlegten Prüfung standgehalten hätte. Nach Einschätzung von Kommissar Wagner war Gefahr im Verzug. Und wir haben ja auch was gefunden. Den Schuh, der eindeutig zu dem am Tatort gefundenen Profil passt. Wie dem auch sei, diese eidesstattliche Erklärung einer Schülerin wirft ein ganz anderes Licht auf den Fall. Herr Kupka, das Mordopfer, war einem Drogendealer auf der Spur, der am Gauss-Gymnasium Partydrogen an Schüler verteilte. Ach, und Sie sind der Meinung, dass er nicht Herrn Petzold verdächtigt hat? Mein Mandant sollte in Kürze das Amt des Schulleiters übernehmen. Vom Schulamt heißt es sogar, es sei nur noch eine Formalie gewesen. Herr Petzold hatte andere Dinge zu tun, als mit Drogen zu handeln. Entschuldigung. Machen Sie bitte die Tür zu, wenn Sie schon zu spät kommen. Ich habe vor wenigen Minuten eine wichtige Zeugenaussage bekommen und der Zeuge steht draußen, kann er reinkommen? Einspruch. Ich musste meine Hausaufgaben auch vor diesem Termin machen. Dr. Lessing, ich entscheide über die Art der Beweisaufnahme. Bitte. Hallo. Hallo. Wer sind Sie, junger Mann? Mein Name ist Lukas Haller. Ich war ein Schüler von Herrn Kupka. Und was haben Sie uns Wichtiges zu erzählen? An dem Tag, an dem er ermordet wurde, da hatte ich eine ziemliche Wut auf ihn. Naja, soll vorkommen zwischen Schülern und Lehrern. Er hat dafür gesorgt, dass ich wegen meiner Fehltage nicht zur Abi-Prüfung zugelassen wurde. Und außerdem, naja, ich dachte, dass er was mit meiner Freundin hat. Eine falsche Annahme. Ach, Sie kennen den Jungen? Steht alles da drin. Jedenfalls bin ich an dem Tag zur Schule hingefahren und eigentlich wollte ich dem Kupka nur was aufs Maul hauen, aber... Haben Sie den jungen Mann auf seine Rechte hingewiesen? Ja, gut. Reden Sie weiter. Ich wollte zur Aula, weil er da öfters rumhängt wegen seiner Theater-AG, die er leitet. Und da gibt's einen kurzen Weg durch die Chemie und die Tür stand offen. Ja, und da habe ich ihn liegen sehen. Tot. Und da war noch jemand. Also habe ich mich im Flur versteckt und dann ist der Typ rausgekommen. Wer kam da raus, Lukas? Ja. Dann hatte der Kommissar also recht. Sie haben Ihre Schuhe in Ihrem Gartenkamin verbrannt, um Beweismittel zu vernichten. Ich bin kein Mörder. Was hatten Sie am Tatort zu tun? Das verstehen Sie ja doch nicht. Lassen Sie es doch mal drauf ankommen. Die Chemikaliensammlung muss gepflegt werden. Da gibt's regelmäßige Aufgaben. Das hatte Jennifer übernommen. Ich lag krank im Bett und plötzlich fiel mir ein, Jennifer ist ja nicht mehr. Also bin ich hin krank, wie ich war. Sie finden Ihren toten Kollegen und laufen einfach weg? Wenn es Sie beruhigt, ich habe vorher geguckt, ob er noch lebt. Und dabei bin ich dann in sein Blut getreten. Das hätten Sie alles sagen können. Da ist nichts Ungesetzliches dabei. Ich habe Kupka kein Haar gekrümmt, aber ich habe ihn dort tot liegen lassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Früher dachte ich, was mich fertig macht, sind diese ewigen Pausenhofschlägereien, diese sogenannten Reformprojekte, diese jungen Spießer, die bei uns als Referendare anfangen. Aber wissen Sie, was mich wirklich fertig macht? Ich werde meinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Chemikaliensammlung von wegen. Die pflegt diese Apothekerin, Frau Weber. Weber? Die Frau mit dem Drogenprojekt? Tagsüber arbeitet sie in der Oranienapotheke in Westend. Ich habe schon mit ihr gesprochen. Aber da lügt er immer noch. Okay, Josef. Wir sehen uns später, ja? Bis dann.
kein Mörder ist und trotzdem immer noch lügt. Was bedeutet das? Was haben Sie gesagt? Ganz simpel, er deckt jemand. Hey, was machen Sie denn da? Sie haben doch von diesem unverschämten Apotheker erzählt. Ja. Ich möchte alles über dieses Medikament wissen. Was sollte die Show vor Gericht? Warum hast du so lange den Mund gehalten? Meine Sache. Hat dein Sinneswandel was mit Dion Miller zu tun? Ich habe alles gesagt. Hast du nicht? Okay. Ich habe Petzold gedeckt, weil ich fand, dass Kupka es verdient hatte. Verdient hat zu sterben, nur weil du eifersüchtig warst? Ich war halt extrem angepisst, ja. Und als Miller dir gestern erzählt hat, dass da nichts war mit Kupka? Da habe ich... Naja, ich wollte ihm keinen Mörder decken. Oh, wie nobel. Und wenn Petzold es nicht war, dann läuft da immer noch ein Dealer an der Schule rum, der tödliche Drogen verkauft. Kannst du das mit deinem neuen Gewissen vereinbaren? Hast du auch den Drogenkurs bei Frau Weber besucht? Nein, habe ich nicht. Aber Miller. Liquid Ecstasy, abgekürzt GHB, flüssig. Wirkt bis zu einer Stunde berauschend. Die körperlichen unangenehmen Wirkungen können bis zu 30 Stunden anhalten. Bewusstlosigkeit, Gedächtnisstörung, Krämpfe, lebensbedrohliche Zustände. Aber wie weiß ich's nach? Jennifer und ich haben Liquid Ecstasy genommen. Gehydroxidbuttersäure. Das wissen wir. Aber sowas steht hier nicht. Setzt sich zusammen aus dem Lösungsmittel GBL und Natriumhydroxid. Das Zeug gibt's in jeder Apotheke oder im Baumarkt. Richtig. Hier, GHB ist im Urin bis zu 5 Stunden nach der Einnahme nachweisbar. Sogenannte Drogenlabore können überall aufgebaut werden. Die Herstellung lässt sich mit einem speziellen kriminalistischen Verfahren nachweisen. Aber der Dealer hat ausgesagt, dass das Zeug selbst gemacht war. Und wo gibt's die besten Rohstoffe und die besten Produktionsbedingungen? Hier. Das Chemielabor der Schule. Carina Webers Drogenprojekt. Darf ich fragen, was Sie hier machen? Wir versuchen gerade, Herrn Petzold zu helfen. Und ich denke, das wollen Sie doch auch. Ja, selbstverständlich. Trotzdem möchte ich Sie bitten, den Raum zu verlassen. Carina Weber arbeitet in der Oranienapotheke, von der Petzold die Schachtel hatte. Weiß ich. Weiter? Gut, damit wären wir bei Tivigal. Es ist rezeptfrei und wirkt in hoher Dosis stark sedierend. Wie ein Schlafmittel. Mhm. Aber das erklärt noch nicht das Verhalten Ihres Apothekers. Ja, ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Alte Bekannte und so. Tivigal wird oft als Downer benutzt. Man benutzt es bei der Entwöhnung von Partydrogen. Es lindert die Entzugsbeschwerden. Petzold hat doch wie alle Lehrer nach Jennifers Tod einen freiwilligen Drogentest gemacht. Aber er ist nicht aufgeflogen, weil Liquid Ecstasy im Urin nach 5 Stunden nicht mehr nachweisbar ist. Ja, aber die Entzugserscheinungen, die fangen oft erst später an. Josef, Petzold war nicht krank. Er war auf Entzug. Bist du sicher, er hat das Zeug genommen? Ja, aber wir finden hier nichts in der Richtung. Herr Orten, die Herrschaften sind da. Ja, danke. Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß. Okay. Entschuldigen Sie, die Herrschaften vom Kultusministerium sind jetzt da. Also. Wenn Chemikalien entsorgt werden, wo kommen die hin? Kommen Sie mit. Ja, aber wie kriegen wir den auf? Kann ich mal deine Arschbacken halten? Was jetzt? Jetzt übernehme ich. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Das haben Sie gestern in den Müll geworfen, als Sie gemerkt haben, dass ich die Nachforschungen anstelle.
Nach Jennifers Tod haben sich sämtliche Lehrer des Gauss-Gymnasiums einem freiwilligen Drogentest unterzogen. Nicht nur die Lehrer, ich auch. Es wurde nichts gefunden. Weil sich Ecstasy im Körper schnell abbaut. Im menschlichen Haar lässt es sich aber noch nach Monaten nachweisen. Wie wär's? Kann ich eine Probe nehmen? Frau Weber, wenn die KTU erst weiß, wonach sie suchen soll, wird sie die Rückstände ihrer Drogenküche bald finden. Und dann wird es richtig unangenehm. Glauben Sie uns. Es war nur für Dirk und mich. Haben Sie den Schülern vielleicht was von dem Zeug verkauft und Kupka ist Ihnen drauf gekommen? Natürlich nicht. Es war nur für unseren persönlichen Gebrauch. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? Ja, hier. Ich hatte Dienst. Meine Kollegin kann das bezeugen. Dirk und ich, wir waren wirklich sehr ineinander verliebt. Aber wir sind ja beide keine jungen Wilden mehr und Liquid Ecstasy lässt eine Seite zutage treten. Sex up your life. Und ab da haben Sie ab und zu kleine Cocktails gemixt. Ich habe aufgepasst. Nicht genug. Wie sonst wäre Jennifer an die Drogen gekommen? Als ich vorletzten Freitag etwas zubereitet habe, da kam sie plötzlich in die Chemievorbereitung. Sie hatte da ja diesen Nachmittagsjob da. Da muss sie was gemerkt haben. Sie hat sich was von dem Zeug geklaut und der Rest ist aus der Abteilung dumm gelaufen. Als sie gestorben war, haben wir sofort damit aufgehört. Aber das ist nicht so einfach. Und Dirk hatte ja diese Entzugserscheinung. Sie haben ja Tividal. Mehr kann ich nicht für ihn tun. Doch, können Sie. Als Kupka ermordet wurde, warum war Petzold da im Chemiesaal? Ja, Dirk wusste nicht, dass ich das Liquid Ecstasy in der Schule hergestellt habe. Ich habe es ihm erst am Mittwoch gesagt. Auch, dass ich es dort gelagert habe. Am Tag des Mordes an Kupka? Ja. Ich bin sicher, er wollte die Spuren beseitigen. Da muss es dann passiert sein. Glauben Sie, dass Petzold Kupka ermordet hat? Sie nicht? Die Sache mit Carina wird sich klären. Natürlich hat sie sich strafbar gemacht. Aber Jennifers Tod bleibt ein Unglück. Sie hätten Carina nicht decken müssen. Ich wollte das einfach alles nicht verlieren. Die Geschichte mit Carina und mir, es war einfach wunderbar. Ich hatte ja mit dem Thema eigentlich schon abgeschlossen. Die wilden Jahre sind vorbei und plötzlich nochmal Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Das hat mich einfach umgehauen. Trotzdem, Sie hätten eher reden müssen. Damit hätte ich mich selber belastet. Wieso? Kupka hat mich an dem Tag angerufen, bevor er starb. Er sagte mir, er würde der neue Schulleiter werden und das hatte alles nur Carina und mir zu verdanken. Aber der Posten war doch Ihnen zugesichert. Ja, deshalb bin ich hin und wollte noch mal mit ihm reden, aber er war schon tot. Er hatte offensichtlich rausgefunden, woher die Drogen kamen und ich vermute, er hat Kapital daraus geschlagen. Er hält Otten den Skandal vom Hals, bekommt dafür den Posten des Schulleiters. Der Tipp von Miller, Jennifers Job in der Chemiesammlung, das konnte er sich leicht zusammenreimen. Ottens Karriere wäre am Ende gewesen. Otten wurde also von Kupka erpresst. Ein besseres Mordmotiv gibt's doch nicht. Nun haben wir außer Petzolds Aussage keinen einzigen handfesten Beweis. Womit hat Kupka Otten erpresst? Mit den Drogen, die Petzold und Frau Weber im Chemiesaal deponiert hatten. Die müssen doch irgendwo sein. Bisher hat niemand was gefunden. Die Akten geben nichts her. Das ist doch die Lösung. Wir müssen an Kupka ran, beziehungsweise an seinen Nachlass. Es geht noch einmal um Kupka. Niemand hat persönliche Aufzeichnungen von ihm gefunden. Lehrerkalender, Notizen oder so. Haben Sie dazu eine Idee? Kommen Sie. Hier. Hier hat er die Sachen aus der Theatergruppe. Darf ich mal?
Treffen mit R? Lass mich dein Todesengel sein. Das kommt mir bekannt vor. Gibt es an der Schule jemanden, der Engel heißt? Oder? Die Gothics. Die nennen den Direx Todesengel. Orten? Wie erwartet. Ja, lass mich dein Todesengel sein. Das ist Büchner. Leons und Lena, das haben wir mit Kupka geprobt. Und hier ist das Textbuch dazu. Ja, hier ist die Textstelle sogar markiert. Lass mich dein Todesengel sein. Da steht noch was. Macfallan Rare Vintage. Das ist aber nicht Büchner. Das ist Whisky. In bildungspolitischer Hinsicht möchte ich Projekte wie Gauss Junior auch in Zukunft weiter fördern. Sie ermöglichen uns, uns von Schulen in anderen Bundesländern abzusetzen und fördern nicht zuletzt in direkter Weise den Austausch zwischen Theorie und Praxis, indem berufserfahrene Praktiker in den Lehralltag eintreten und unsere Schüler fachspezifisch auf ihren späteren Beruf vorbereiten. Ein Ansinnen, dem das Schulamt auch sehr offen gegenübersteht. Sicherlich bedarf es... Oh, Entschuldigung. Mordfall Kupka. Wir sind da einen entscheidenden Schritt weitergekommen. Herr Kupka wusste, dass Frau Weber in ihrer Chemikaliensammlung eine kleine Drogenküche unterhielt. Ach ja? Er hat sie erpresst und sie haben ihn ermordet. Vermutlich wollten sie ihn gar nicht töten, aber er hat sie sehr hässlich erpresst. Er wollte auch in die Schulleitung, wollte selbst Direktor werden. Herr Dr. Lessing, ich verstehe, wenn ein Rechtsanwalt sich für seinen Mandanten einsetzt, aber das geht entschieden zu weit. Sie wollten die Drogengeschichte vertuschen. Strafvereitelung und Begünstigung, darauf stehen 5 Jahre. Der Skandal hätte sie ihren neuen Posten gekostet. Lächerlich. Deswegen hat Kupka ihnen etwas von dem Zeug untergejubelt. In ihre Whisky-Sammlung. Ein Wort von ihm hätte genügt und die Polizei hätte das Ecstasy in ihrem Büro gefunden. Es waren die Reste, die Frau Weber in der Schule vergessen hatte. Er hat ihnen das Versteck nicht verraten. Er hat ihnen nur angedroht, es auffliegen zu lassen, falls sie ihn nicht in die Schulleitung befördern. Darauf trinken wir ein. Einer von ihnen hat übrigens kein Whisky im Fläschchen, sondern Tee plus 7 Milliliter der Partydroge GBL. Leider sind uns die Flaschen ein wenig durcheinander geraten. Man sagt, es hätte eine entfesselnde Wirkung. Manchmal entwürdigend, aber auch toll. Selbsterfahrung. Ist doch Blödsinn, was Sie da reden. Na dann, cheers. Der Mann war total unfähig. Ein Verhinderer, ein Terrorist. Wollen wir solchen Typen unsere Kinder anvertrauen? Was willst du? Du machst mich zum Direktor. Und in ein paar Jahren, da holst du mich in Schule an. Die Geschichte glaubt dir doch eh niemand. Du und Petzold, ihr habt Jennifer auf dem Gewissen. Und wenn du nicht tust, was ich dir sage, dann steht das morgen in allen Zeiten. Aus der Traum von der Eliteschule. Und deinen Schulamtsposten, den kannst du dir abschminken. Höchste Zeit, was zu unternehmen. Was soll ich denn machen? Mit mir redet ja keiner mehr, seit Jenny tot ist. Jetzt hat's Kupka auch noch erwischt. Hey, Miller! Na ja, dann. Mach's gut. Hey, Lukas! Ach was. Jetzt, wo er tot ist, willst du wieder zu mir zurück, oder was? Jetzt hör endlich auf mit dem Quatsch, ich hab nichts mit ihm gehabt. Alles für eine gute Note, hä? Fürs Abi. Das ist Bullshit und du weißt das. Ich muss los. Du hast doch nichts mit der Sache zu tun, oder? Bist du bescheuert? Wer war der Knabe? Weiß ich noch nicht. Aber er fährt in 84 am Manta. So viel gibt's nicht davon. Der junge Mann glaubt, dass seine Freundin mit dem Superlehrer was hatte, damit sie zum Abitur zugelassen wurde.
Was ist, wenn Kupka generell seinen Schülerinnen zugetan war? Du meinst, der Mord an Kupka hat mit dem Tod dieser Jennifer zu tun? Die ist an einer Überdosis Drogen gestorben. Zwei Tote in einer Woche, ich glaube nicht an Zufälle. Die Polizei hat das Gauss-Gymnasium im Zuge der Ermittlungen genau unter die Lupe genommen. Mit welchem Ergebnis? Mit gar keinem. Die Schule leistet vorbildliche Präventionsarbeit. Direktor Otten und alle Lehrer haben demonstrativ einen Drogentest absolviert. Die Lehrer? Warum das denn? Wahrscheinlich aus taktischen Überlegungen. Otten steht mit einem Fuß in der Politik. Er soll Leiter des Schulamts werden. Hat einen Skandal an seiner Schule nicht gebrochen. Gehen wir mal davon aus, der Mord an Kupka hat wirklich mit Jennifers Drogentod zu tun. Der Dealer ist schon verhaftet. Bitte, Frau Staatsanwältin, hier. Das alles haben wir im Fach von Herrn Kupka sichergestellt und das sind die Akten Petzold. Geht's Ihrem Mandanten besser? Wann machen wir denn weiter? Mein Mandant ist krank. Er wurde auf die Krankenstation verlegt. Er ist damit nicht verhandlungsfähig. Außerdem ist nach wie vor zu klären, ob Ihre Hausdurchsuchung bei meinem Mandanten überhaupt rechtens war. Das Ergebnis hat aber überzeugt. Herr Dr. Lessing, was soll denn die Hinhaltetaktik? Herr Petzold hat eine harmlose Grippe. Aber er nimmt Medikamente, die seine Wahrnehmung beeinflussen könnten. Sagen Sie, welcher Kollege vertritt eigentlich den Drogendealer im Fall Jennifer? Was wollen Sie denn von dem? Ich selbst habe die Ermittlungen geleitet. Der Dealer ist überführt. Nur ein paar harmlose Fragen. Frau Sauer hat sich seiner angenommen. Danke. Silke, hier ist Markus. Du weißt, das Verfahren läuft noch. Ich darf dir keine Ermittlungsergebnisse preisgeben. Silke, ein paar Nebensächlichkeiten vielleicht. Wie lange kennen wir uns? Zu lange. Also, hat dir dein Mandant vielleicht irgendetwas über die tote Jennifer erzählt? Sie war wohl eher so ein Hippie-Mädchen. Hat ein paar Mal bei ihm gekauft. Ecstasy, GBL. Auch an diesem Abend? Nein. Mein Mandant hat ausgesagt, dass er den beiden zwar was angeboten hat, Jennifer dies aber abgelehnt hat. Die hatten das Zeug woanders her. Hat dein Mandant Konkurrenz bekommen? Vielleicht. Aber er hat mir auch gesagt, dass dieses Liquid Ecstasy, das die beiden Mädchen dabei gehabt haben, Marke Eigenbau gewesen sein könnte. Sieht man das denn so einfach? Jennifer hat ihm wohl was angeboten. Markus, was willst du mit dieser Info? Ich suche einfach irgendeine Spur, die meinen Mandanten entlastet. Das kennst du doch. Mein Mandant hat das mit dir nicht auf dem Gewissen. Der ist ein kleiner Dealer, nicht mehr und nicht weniger. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Ich habe einen Termin bei Gericht. Danke. Viel Erfolg. Wie geht's dir? Mit deinem Manta? Natürlich. Lukas Haller. Guten Tag. Ah. Tag. Schulverweigerer. Könnte glänzende Leistungen bringen. Aber das wäre ja uncool. Kupka hat ihn sogar einmal für 2 Wochen vom Unterricht ausgeschlossen. Das ist doch ein erster Anhaltspunkt. Er hat seiner Freundin eine Affäre mit Kupka unterstellt. Halten Sie das für denkbar? Nein. Jedenfalls nicht von Kupka aus. Er war jung, attraktiv, beliebt. Und karriereorientiert. Ich bin sicher, der hätte an jedem Finger 5 Schülerinnen haben können, allein aus einer Theatergruppe. Aber so dumm war der nicht. Na gut. Ist das alles? Vorerst ja. Ich habe einen Privatdetektiv engagiert, der sich das Umfeld Ihrer Schule vornimmt. Aha. Und was die Polizei angeht, da haben wir erstmal eine Schonfrist wegen Ihrer Krankheit. Die geben mir hier zu wenig Allergietabletten. Könnten Sie mir nicht noch welche besorgen? Ja, Tivigal. Da kümmere ich mich drum. Kann ich das Päckchen mitnehmen? Ja, natürlich. Gute Besserung. Ja, danke. Wenn der Dealer die Wahrheit sagt, kämen die Drogen woanders her. Ich bin eh an der Schule, ich höre mich mal um. Glaubst du wirklich, dass du dort was findest? Die Mädchen können den Stoff doch auch irgendwo am Bahnhof gekauft haben. Fragen kostet ja nichts. Und ich habe noch eine Menge Fragen an Fräulein Miller. Und du meinst, sie spricht heute mit dir? Außerdem hatte sie doch einen Filmriss. Ich versuch's mal mit Charme. Josef, das sind Jugendliche, die sprechen nicht mit jedem. Schon gar nicht mit Erwachsenen. Warten wir's ab. Okay. Wir sehen uns später. Ich habe noch einen Termin bei Otten. Okay, bis später. Oh, der Weber, ey. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche Miller Runge. Das war doch gerade Ihr Chemiekurs, ja? Ja, sie war nicht da. Sind Sie der Vater? Ciao, Frau Weber. Tschüss.
Carina Weber, ich mache die Vertretung für Herrn Petzold. Sind Sie neu hier? Ich helfe nur aus, ich bin keine Lehrerin, also nicht wirklich. Ich bin auch nicht wirklich der Vater von Müller. Ich arbeite für den Anwalt von Herrn Petzold. Mein Name ist Matula. Ach so? Ja, Müller taucht hier nur noch sporadisch auf. Wie geht's Herrn Petzold? Ganz gut. Wenn da nicht diese furchtbare Anschuldigung wäre. Leiden Sie dieses Drogenprojekt? Ja, seit 3 Jahren. So läuft das hier. Ich wollte nur einmal eine Nachmittags-AG geben. Kannten Sie das tote Mädchen Jennifer? Sie hat hier nachmittags die Chemikaliensammlung gepflegt. Ein kleiner Nebenjob. Zum Beispiel Pikrinsäure. Sie wird für Farbexperimente benutzt. Muss immer wasserfeucht gelagert werden, darf nicht austrocknen. Um solche Sachen hat Jennifer sich gekümmert. Sie kannte sich also gut aus mit Chemie. War sie auch in Ihrem Drogenkurs? Warum fragen Sie das? Ach so, ich weiß schon. Ich vermittle in meinem Kurs die Gefahren von Drogen und gebe gleichzeitig praktische Tipps für Ihre Herstellung. Direktor Otten vom Gauss-Gymnasium hat gerade angerufen. Er hat nach Herrn Petzold gefragt. Gut, machen Sie mal einen Termin mit diesem Direktor Otten. Sagen Sie mal, Gauss-Gymnasium, das ist doch die Schule mit der Drogentoten, oder? Was meinen Sie? Also in der Nacht vom Freitag auf Samstag. Eine Jennifer, ich glaube, die war erst 18, ist an einer Überdosis Liquid Ecstasy gestorben. Auch am Gauss-Gymnasium? Ja. Dann fragen Sie mal bei der Staatsanwaltschaft nach. Versuchen Sie, die Akte zu bekommen und recherchieren Sie mal online. Mhm. Ach, übrigens, Matula ist schon drin. Er sieht selbst wie ein Schüler aus, dieser Kupka. Der charismatische Vertrauenslehrer. Nummer 1 auf der Beliebtheitsskala der Schüler. Und unser Mandant? Eher hinteres Mittelfeld, würde ich sagen. Und du kennst ihn? Ich habe Petzold mal auf einer Spendenveranstaltung kennengelernt. In der alten Oper. Der Direktor hat uns vorgestellt. Mit dem Kopf auf die Tischkante. Eine geplante Tat war das nicht. Eher eine Affekthandlung. Wut, Streit. Gestritten haben die beiden. Aber Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz sind erfahrungsgemäß kein Mordmotiv. Richtig. Petzold ist auch nicht der Typ, der diese Tat begangen haben könnte. Ein Bote hat die Akte im Fall Jennifer vorbeigebracht. Ja. Und dann habe ich noch 2 Zeitungsartikel im Netz gefunden. Sehr gut. Jennifer war am Freitag zusammen mit einer Schulfreundin auf einer Party. Und dort haben sie zusammen die Partydroge Liquid Ecstasy konsumiert. Kann man davon sterben? Mhm. Doch, in Kombination mit Alkohol kann es tödlich sein. So wie bei Jennifer. Das andere Mädchen, Mela Runge, war danach auch im Krankenhaus, hat aber keinen größeren Schaden davon getragen. Zeugen haben an dem Tag einen Dealer gesehen, der mit Ecstasy gehandelt hat. Und den hat die Polizei seit heute in der Mangel. Hier das Foto. Das ist unser Mandant auf einer Trauerfeier am Gauss-Gymnasium am Montag. Zusammen mit einer Kollegin. Mhm. Er sieht aber schwer mitgenommen aus. Steht denn sonst noch was in dieser Akte? Ja, Mela, die Freundin von dem toten Mädchen, hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie sich an gar nichts erinnern kann. Sie war unser Ein und Alles, Zitat der Eltern. Sie wollte nach vorn, wollte erwachsen werden, aber sie ist uns entglitten. Die falschen Pillen am falschen Ort. Weise Worte. Sagte Herr Kupka, der Vertrauenslehrer. Unser Mordopfer. Sprach's und 2 Tage später war er selbst tot. Auch wenn der Tag überschattet ist von Trauer, lassen Sie uns gemeinsam für unsere jungen Leute ein Zeichen setzen, dass das Leben weitergeht. Deshalb mein Appell an Sie. Halten Sie bitte Ihre Zusagen zur ehrenamtlichen Mitarbeit an unserem Bildungsprojekt aufrecht. Ja. Wer leitet denn das Projekt in Zukunft, jetzt, wo Herr Kupka nicht mehr ist? Sie sind ja weggelobt ins Schulamt. Richtig, ich werde Ende des Schuljahres wechseln. Mein designierter Nachfolger, Herr Petzold, wird sich um unser Eliteprojekt kümmern. Und bei ihm als Fachleiter Chemie ist es ja auch in den allerbesten Händen. Der ist doch im Gefängnis. Wann kommt er denn wieder? Das ist alles Gerüchteküche. Herr Petzold ist derzeit krank und ich bin ja auch noch ein halbes Jahr da. Ja, soll ich den Kurs über Arzneimittel für Gauss Junior jetzt vorbereiten? Nein, besser, Sie vertreten Petzold in den nächsten Tag in seinem 12er-Kurs, damit der Schulbetrieb weiterläuft. Geht das? Ja, natürlich. Ah.
Schön, dass Sie so schnell kommen konnten, Herr Dr. Lessing. Sie erinnern sich, Raphael Otten? Natürlich, danke, Otten. Darf ich vorstellen, Frau Weber, die Vertretung in Chemie. Herr Dr. Lessing, er ist der Verteidiger von Herrn Petzold. Tag. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ihre Schule wird zurzeit vom Unglück regelrecht verfolgt. Ja, das kann man wohl laut sagen. Habe ich das richtig gelesen? Sie werden ins Schulamt wechseln? Ja, eine späte Würdigung meiner Arbeit. Aber das muss jetzt warten, bis Petzold wieder da ist. Sagen Sie mir, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ach, gehen wir doch in mein Büro. Kommen Sie. Petzold ist einer meiner erfahrensten Pädagogen. Vertrauenswürdig, integer, tadellos seit 26 Jahren. Herr Kupka scheint aber anderer Ansicht gewesen zu sein. Immerhin hat er bei der Schulaufsicht eine Beschwerde gegen Herrn Petzold eingereicht. Ja, und die ist dann natürlich auch gleich auf meinem Schreibtisch gelandet. Also wenn Sie mich fragen, ist das eine ganz alte Rechnung. Kupka war selbst Schüler hier an dieser Schule. Und ein sehr junger Lehrer Petzold hat ihm vor Zeiten beinahe sein Abitur vermasselt. Ach, Glauben Sie bitte nicht, dass wir den Whisky brauchen, damit wir dem täglichen Druck standhalten. Das sind alles schottische Single Malts, meine Sammelleidenschaft. Irgendwie habe ich geglaubt, werden die mal im Wert steigen und habe angefangen zu sammeln. Ja, und jetzt werden die mir natürlich auch sehr gerne geschenkt. Kupka und Petzold haben sich also schon länger gekannt. Ja, die beiden mochten sich nicht besonders gerne. Aber nach dem tragischen Tod von Jennifer sind wir ja alle etwas enger zusammengerückt. Ist Ihnen in den letzten Tagen etwas an Herrn Petzold aufgefallen? Nein, er ist jetzt krank. Die Causa Jennifer hat ihn sehr belastet. Am Montag war er noch auf der Trauerfeier. Ich habe ihm empfohlen, im Bett zu bleiben mit seiner Grippe. Könnte Kupkas Tod etwas mit der Causa Jennifer zu tun haben? Um Gottes Willen. Die Freundin, Mila Runge, lag auch im Krankenhaus. Sind Sie sicher, dass Sie an Ihrer Schule kein nennenswertes Drogenproblem haben? Wir behandeln dieses Thema hier ganz offen. Herr Petzold zum Beispiel. Er hat ein spezielles Unterrichtsprojekt für die Oberstufe entwickelt. Gemeinsam mit Frau Weber, einer Apothekerin. Ja, sie haben sie ja eben gerade kennengelernt. Und der Schulbetrieb läuft einfach so weiter? Ja, selbstverständlich. Wir können uns keine Fehlstunden leisten. Das sind wir den Schülern schuldig. Geben Sie her. Ich lege Sie zu den anderen. Du bist Mila, richtig? Und Sie? Josef Matula, ich bin Privatdetektiv. Ich weiß, Jennifer war deine Freundin. Was wollen Sie hier? Ich habe schon alles der Polizei gesagt. Ich arbeite für den Anwalt von Herrn Petzold und würde gern ein bisschen mehr über eure Schule erfahren. Ich weiß, was du jetzt durchmachst. Wie wollen Sie das wissen? Manchmal hilft es ja einfach, mit jemandem zu reden. Ich war im Krankenhaus, dann bin ich nach Hause. Ich kann mich nicht erinnern. An nichts. Ich möchte nur wissen, ob es für Jennifer möglich war, die Drogen selbst zu basteln. Ich will helfen und ernte Unterstellung. Ich bin Pharmazeutin. Ich arbeite in einer Apotheke, nicht in einer Drogenküche. Wenn ich beim nächsten Mal ein Pflaster brauche, komme ich zu Ihnen. Oranienapotheke, Westend. Könnte es sein, dass Jennifer ihren letzten Cocktail hier selbst gemixt hat? Ja, hier oder zu Hause in ihrer Küche. Da geht es ganz genauso. Ja, das hatte ich mitbekommen. Miller hat sich ihre Abiturzulassung nur durch eine besonders gute Leistung in ihrer Facharbeit gerettet. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Ich wollte nur sicher gehen, dass es sich nicht um die Lernleistung handelt, von der ich gehört habe. Ach, es wird viel geredet. So, hier. Die Facharbeit über die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek. In ihrer Unfähigkeit, am richtigen Leben teilzunehmen, wird Erika zur Beobachterin. Niemand ahnt, dass sie sich in Wirklichkeit nach Liebe und Erlösung sehnt. Auf den Punkt formuliert. Deutsch bei Martin Kupka. Wie stand Miller denn vorher in Deutsch? Ach, unwichtig. Sie glauben gar nicht, wozu unsere Schüler imstande sind, wenn das Abitur erst mal vor der Tür steht.
Ich war in der Chemievorbereitung und habe mit der Kollegin deines Mandanten gesprochen. Carina Weber? Genau. Die hat mir erklärt, dass es recht simpel ist, Liquid Ecstasy selbst zu machen. Und im Labor gibt es jede Menge von dem Zeug, um sich einen schönen Abend zu machen. Und wie wollen wir das beweisen? Mal sehen. Was sagt denn der Direktor dazu, dass Miller und Kuppler eventuell ein Techtelmechtel miteinander gehabt haben könnten? Vergiss es. Otten hat mir gerade erklärt, dass es ganz normal ist, wenn die Leistung der Schüler kurz vor dem Abitur wieder nach oben geht. Mhm. Hier, kannst du mitnehmen. Also keine Affäre, keine sexuelle Gefälligkeit. Dein Manta-Fahrer redet Unsinn. Warum? Weil er Jeans trägt und einen Sportwagen fährt? Genau. Solchen Typen traue ich grundsätzlich nicht. Ah, sehr schön. Wir hören uns? Ich rufe dich an. Hallo. Eine Bücherspende. Wow. The Lord of the Rings. Im Ledereinband. Ja. Haben Sie das wirklich auf Englisch gelesen? Ich dachte, dass ich mir Tolkiens Sprache am besten im Original erschließt. Die Schlachten. Ich liebe die Schlachten. Man möchte dabei sein. Ist ja nicht so besonders aufregend, ein Leben als Bibliothekarin, hm? Ich mache das in den Freistunden. Oh. Ich habe meine Ruhe und es hebt die Deutschnote. Verstehe. Kann ich es irgendwo hin tun? Nein, danke. Ich mache das. Ich muss den Stapel hier sowieso wegbringen. Schlecht. Ein BI 200, Baujahr 84. Aha. Sind Sie vom Manta Club? Nee, meiner ist der da. 159 TI, auch nicht schlecht. Und dafür hast du ein Liebhaberstück. Aus der Baureihe hatte ich auch mal einen. Ein Manta CC. Ein paar Einzelteile kannst du noch am Nürburgring finden. Ja, die Dinger waren hinten zu leicht. Hm. Muss man was Schweres in den Kofferraum legen. Mal hören? Später. Zuerst muss ich mit Miller sprechen. Was wollen Sie von ihr? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher sie die gute Deutschnote hatte. Bis ich eben in der Schulbibliothek war, da habe ich dann die Antwort gefunden. Also, wo ist sie? Wer sind Sie? Sag ihr, ich bin der Mann von gestern Abend. Sag ihr, ich wüsste, was sie mit Kupka hatte. Na gut. Ich fahre sie hin. Sehr freundlich. Ach du Scheiße. Sag ich doch.
Hey, Lukas. Wo ist denn Miller? Warum suchst du denn die? Sie steckt in Schwierigkeiten und sie braucht Hilfe. Ganz ehrlich, Lukas, ich glaube, du bist der Letzte, der ihr helfen kann. Sag ihr, ein Mann sucht sie und sie soll mich anrufen. Er ist weg. Was wollen Sie noch von mir? Ich habe ein paar Sachen rausgefunden über dich und Kupka. Ja, deine Facharbeit, mit der du dir die Tür zum Abi geöffnet hast. Na und? Ich war in der Schulbücherei und habe überprüft, wer Bücher von Elfriede Jelinek ausgeliehen hat. Muss das jetzt sein? Ich habe Kopfschmerzen. Dr. Lessing? Sie meinten doch, ich sollte die Akte von Kupka durchsehen. Viel Privates habe ich da nicht gefunden. Nur das hier ist ganz witzig. Lebensziel direkt am Gauss-Gymnasium. Ja, noch mal schnell unten in der Apotheke. Hier ist das Medikament für Herrn Petzold. Vielen Dank. Herr Dr. Lessing, jetzt mal ganz ehrlich, sehe ich irgendwie übernächtigt aus oder so? Nein. Was soll denn sein? Also der Verkäufer eben in der Apotheke, der war echt übergriffig. Hat gefragt, ob ich Party gemacht hätte und was ich ausgleichen wollte. Hat das was mit den Tabletten zu tun? Was ist denn das überhaupt für ein Zeug? Das ist Tevigal. Gegen Allergien. Das gibt's auch ohne Rezept. Die Bücher von der Jelinek hast nicht du ausgeliehen, sondern deine Freundin Jennifer. Du hast von der Jelinek so viel Ahnung wie ich, nämlich keine. Es war die Facharbeit von Jennifer. Na und? Was geht sie das an? Du hast dir die Note mit der Arbeit deiner toten Freundin erschlichen, und zwar mit Hilfe von Kupka. Und der ist jetzt tot. Was wollen Sie von mir, verdammt? Ich will wissen, was passiert ist. Ist Kupka die Sache zu heiß geworden? Hat er die Arbeit zurückverlangt? Dann hätte man dich nicht zum Abitur zugelassen, oder? Ist Kupka zu Tode gekommen, weil du im Streit mit ihm ausgerastet bist? Welche Drogen nehmen Sie denn? Da bist wohl eher du der Profi. Also raus mit der Sprache, oder wirst du, dass die Polizei dich verhört? Lukas, der war sauer auf Kupka, nicht ich. Am Montag wollte er noch mal zu ihm. Vielleicht hat er Kupka getötet aus Eifersucht? Ach, keine Ahnung. Es gab ja keinen Grund, alles Hirngespinste. Zeit, die Wahrheit zu sagen, Miller. Keine Eltern, keine Bullen, neutraler Ort. Das sind aber viele Bedingungen. Wo wird Lukas dich als nächstes suchen? Um 19:30 hätte ich Theater AG. Markus, ich bin's. Herr Haller, mein Name ist Lessing. Ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Petzold. Haben Sie mal einen Moment Zeit? Auch einen Kaffee? Ich trinke einen Kaffee. Wie alt bist du denn? 19. Und wohnst du noch bei den Eltern? Ja, in Eckenheim. Mein Vater ist Rechtsanwalt. Oh, das tut mir leid. Was machst denn du hier? Die Nacht im Krankenhaus war schrecklich. Ich wusste nicht, was mit Jenny ist, wie sie geht, ob sie noch lebt. Und als ich es dann erfahren habe, ich bin fast durchgedreht. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht schuld bin. Und dann fiel mir alles wieder ein. Was fiel dir wieder ein? Thank you.
Zeug aus der Schule. Irgendwie aus der Schule. Von wem? Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich mit irgendwem darüber reden. Und dann sind Sie zu Ihrem Vertrauenslehrer gegangen? Er hat mir versprochen, den Typen zu finden, der an der Schule das Zeug vertickt. Warum hast du mir das nicht gesagt? Lukas, ich hatte Kupka versprochen, nichts zu sagen. Der wollte keinen Skandal. Und dafür hast du dich dann bezahlen lassen mit einer guten Note. Ich habe nichts zu verlieren. Zum Abi werde ich ihn nicht zugelassen. Es gibt da noch eine Möglichkeit. Was meinst du damit? Die Arbeit von Jennifer. Das ist doch nicht dein Ernst. Mann, ich wäre von der Schule geflogen mit meinen Noten. Du bist abartig. Wem könnte Kupka auf die Schliche gekommen sein? Wir müssen diesen anderen Dealer finden. Dann kriege ich Petzold beim Haftrichter frei. Ich möchte gerne vorab eine Sache anmerken. Mein Mandant ist zwar vom behandelnden Arzt als verhandlungsfähig bezeichnet worden, er ist dennoch nicht 100% belastungsfähig. Die Ereignisse am Gauss-Gymnasium sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Herr Dr. Lessing, worauf wollen Sie hinaus? Schuldunfähigkeit? Wir haben ja von der Staatsanwaltschaft verschiedene Geschichten über Auseinandersetzungen meines Mandanten mit dem Mordopfer gehört. Aber jetzt mal ehrlich, ich kann darin kein Mordmotiv entdecken. Berufliche Auseinandersetzungen gehören nun mal zum normalen Arbeitsalltag. Direktor Otten? Kommissar Wagner, Kripo Frankfurt. Mein Kollege. Martin Kupka. Unser Vertrauenslehrer. Wer macht denn sowas? Jemand mit Schuhgröße 44? 45? Übrigens, das haben wir zusammen mit Stoffpartikeln in seiner linken Hand gefunden. Wissen Sie, was das ist? Gauss Junior ist ein neues Projekt hier in unserer Schule, das Herr Kupka geleitet hat. Die Anstecknadeln waren allerdings eine Idee von Herrn Petzold. Nein, aber das kann nicht sein. Er könnte nie... Vielleicht eine Spur. Wagner, Kripo Frankfurt. Dürfen wir rein? Kommt, fangt schon mal an. Den richterlichen Beschluss, Ihre Wohnung durchsuchen zu dürfen, reiche ich nach. Herr Petzold, ich muss Sie vorläufig festnehmen, wegen Mordverdachts an Martin Kupka. Was ist? Mehrere Zeugen haben ausgesagt, Sie hätten vor kurzem einen heftigen Streit mit Herrn Kupka gehabt. Ja, dafür gibt's eine Erklärung. Umso besser. Ziehen Sie sich bitte an, Sie müssen uns begleiten. Bitte mit. Thank you.
Ihnen, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, Herr Petzold. Sie sehen nicht besonders gesund aus. Brauchen Sie ärztliche Hilfe? Ich habe eine schwere Grippe. Ich bin seit Dienstag krankgeschrieben. Nehmen Sie deshalb die Tabletten? Das ist ein Antihistaminikum. Das ist gegen Heuschnupfen. Ich habe praktisch alles. Ich werde mich um einen Arzt kümmern. Danke. Sie waren die ganze Zeit zu Hause? Auch zur Tatzeit? Ja. Sehen Sie mich an. Ich habe es ja fast nicht aus dem Bett geschafft. Verstehe. Haben Sie dafür Zeugen? Besuch? Freunde, die Sie gesehen haben? Nein. Schade. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Herrn Kupka? Kannten Sie ihn gut? Wir waren Kollegen, keine Freunde. Es gab auch Auseinandersetzungen. Er hat sich sogar bei der Schulaufsicht über mich beschwert. Worum ging es da? Kollege Kupka wollte unbedingt in die Schulleitung. Wollte sich profilieren mit einem Projekt. Gauss Junior hat er es genannt. Eine naturwissenschaftliche Forschungseinrichtung für Schüler sollte das werden. An sich hört sich das doch ganz gut an. Was sprach dagegen? Er unterrichtete Deutsch und Sozialkunde. Der hatte doch von Wissenschaft keinen blassen Schimmer. Und deswegen waren Sie dagegen? Ich bin der Fachleiter für Chemie und stellvertretender Schulleiter. Das sollte ein Prestigeprojekt werden. Das muss doch auf soliden Füßen stehen. Herr Dr. Lessing, bitte. Herr Wagner, mein Mandant ist in einem gesundheitlich schlechten Zustand. Ich sehe keine Möglichkeit, dass Sie jetzt weitermachen. Ich habe Neuigkeiten. 5 Minuten. Einverstanden? Ich gehe gleich zu Ihnen. Okay, Moment. Okay. Setzen Sie sich. Ich muss noch schnell gehen. Bis gleich, ja. Danke. Mehrere Zeugen haben von einer Auseinandersetzung zwischen dem Opfer und ihrem Mandanten gesprochen. Es ging dabei um Sachfragen. Das ist unter Kollegen nicht unüblich. Ich unterrichte Chemie. Diese Anstecknadel hier, die wir in der Hand des Opfers gefunden haben, die gehört Ihnen, Herr Petzold, oder? Ja, wie erklären Sie sich diesen Punkt? Diese Anstecknadel hat bei uns jeder getragen, der mit dem Gauss-Junior-Projekt etwas zu tun hatte. Das ist ein Zeichen der Zugehörigkeit, der Verbundenheit. Aber ich habe doch meine hier. Verstehe. Ich habe noch was. Diese Schuhe hier haben wir in Ihrem Gartenkamin gefunden. Bei der Hausdurchsuchung. Zu der Sie kein Recht hatten. Brennen Sie öfters Schuhe, Herr Petzold? Das ist völlig unerheblich. Hierbei handelt es sich um einen Massenartikel. Die Sohle dieser Schuhe passt exakt zu den Abdrücken, die wir am Tatort im Blut des Opfers gefunden haben. Wir warten nur noch auf das Ergebnis der DNA-Analyse. Sie werden diese Beweisstücke bei einem Prozess nicht verwenden können. Carbongummi. Es brennt nicht. Als Chemielehrer hätten Sie das wissen müssen.